Liebe Trader, willkommen zum dritten Teil der Webinarreihe Der Weg zum erfolgreichen Trader. Viele werden sich die Frage stellen, warum sollte ich mich überhaupt mit Trading beschäftigen? Und natürlich muss man die Frage für sich beantworten. Wer jährlich eine Rendite anstrebt von 10% pro Jahr, der muss sich mit Trading nicht beschäftigen. Da muss man ehrlich sein. Der S&P 500, der marktbreite amerikanische Index, hat, wenn man in den letzten 100 Jahren irgendwann investiert hat, oder den Index gibt es ja seit 1926, auf lange Sicht hat man mit diesem amerikanischen Marktinvestment 10% nominal pro Jahr gemacht. Also da scheint so die passive Marktrendite zu sein, die man einfach dadurch erzielen kann, dass man abwartet. Die Notwendigkeit zum Trading ergibt sich nur dann, wenn man mehr als diese 10% pro Jahr verdienen möchte. Für alle, die dieses Ziel anstreben, mehr als 10% pro Jahr zu verdienen oder ein geringeres Risiko zu haben als der Drawdown des Marktes, der ja regelmäßig bis zu 50% reicht. Also sprich, wenn ich in den breiten amerikanischen Aktienmarkt investiert bin, muss ich in meiner Investitionslaufbahn irgendwann einen Rücksetzer von 50% verkraften. Auch um diese Rücksetzer zu vermeiden, kann Trading ein Ziel sein. Ich mache ganz am Anfang nochmal die beiden Unterschiede deutlich, die man nie vergessen darf. Man darf nie vergessen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Trading und Investieren. Man kann als Trader an die Märkte herangehen und man kann als Investor an die Märkte herangehen. Beides sind komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Siehe Webinar 2. Auch bei mittelfristigen Trading-Strategien hat man als Trader Erfahrungswerte. Die Erfahrungswerte verlagern sich hier aber auch überwiegend in den Bereich fundamentaler Daten. Sprich, wenn ich Aktien kaufe, dann weiß ich um solche Sachen wie Wachstumsraten, wie hoch ist das Umsatz- und Gewinnwachstum und so weiter. Aber auch hier spielt dann die Kombination von Erfahrungswerten mit technischen Signalen. Das ergibt dann die Harmonie, wann man eine Position eröffnet und wann man eine Position eben schließt. Was sind Mittelfrist-Trading-Strategien? Mittelfrist-Trading-Strategien können eine Haltedauer von nur wenigen Tagen haben, aber, und das ist das Besondere, im Erfolgsfall, und zwar nur dann, wenn sich Gewinne einstellen, kann sich die Haltedauer auch mal deutlich ausdehnen. Man darf nicht den Fehler machen und aus einem Trade ein Investment machen, wenn der Trade im Minus ist. Das ist ja ein beliebter Anfängerfehler. Ich sage ganz cool, ich mache einen Trade, dann bin ich hinten, dann sage ich auf einmal, ich habe ein Investment gemacht. Nein, nein, das wollen wir nicht. Es geht darum, wenn wir im Gewinn sind, wenn ein kurzfristiger Trade gut anläuft und dann ganz viele Faktoren dafür sprechen, dass es weiter nach oben geht, dann können wir hier auch länger drin bleiben. Eine Besonderheit von Mittelfrist-Trading-Strategien ist auch viel stärker der Fokus auch auf fundamentale Kriterien. Also Dinge wie Unternehmenswachstum, wie Gewinnüberraschungen, wie zuletzt gute Zahlen spielen bei diesen mittelfristigen Trading-Strategien dann eine viel größere Rolle. Fundamentale Auswahlverfahren bestimmen auch maßgeblich, welche Aktien überhaupt für Trades in Frage kommen. Wenn ich eine Wachstumswertestrategie habe, dann steht am Anfang mein technisches Screening und als zweites kommen dann erst die charttechnischen Einstiegssignale. Das Timing. Die Charttechnik bestimmt das Timing, die fundamentalen Screenings bestimmen die Aktien, die für einen Trade überhaupt in Frage kommen. Wer von den Anwesenden würde eigentlich sagen, dass er oder sie eher Mittelfrist-Trader ist? Gibt es hier klare Fokussierungen?
Wer sagt, okay, ich bin Kurzfrist-Trader, wer sagt, ich bin Mittelfrist-Trader oder beides? Habt ihr da eine ganz klare Vorstellung? Bitte einfach mal reinschreiben, mittelfristig oder kurzfristig, wo so der stärkere Fokus liegt. Ja, mittelfristig. Wir haben doch einen ganz klaren Fokus auf mittelfristig. Was bei mittelfristigen Trading-Strategien das Hauptproblem ist, dass die Hauptherausforderung ist, dass man sehr oft Geduld aufbringen muss. Und das ist auch der Grund, warum mittelfristige Trading-Strategien konsequent doch von relativ wenigen durchgeführt werden. Also, ich kenne viel mehr Trader, jetzt unabhängig davon, ob die erfolgreich sind oder nicht, die einfach erzählen oder sagen, dass sie eben diese ganze kurzfristigen Trading-Strategien durchziehen, auch zum Beispiel als Hobby, weil es einfach ein bisschen Spaß macht. Aber ich kenne wenige, die es wirklich konsequent darauf anlegen, die mittelfristigen Trading-Strategien durchzuführen. Warum? Ist ganz einfach. Bei mittelfristigen Trading-Strategien verlagert sich die Aktivität, die man beim kurzfristigen Trading noch hat, eher hin in Richtung von Research. Man muss erstmal unheimlich viel Research-Aufwand und reinstecken. Man muss eine tägliche Routine durchführen, um dann vielleicht mal nach 2 Wochen, also nach 20 Stunden harter Research-Arbeit, mal einen Trade zu identifizieren. Und das ist natürlich ein Zeitaufwand, der dann zu relativ wenig Aktivität führt, den ganz wenige dann doch langfristig machen. Ich weiß auch gar nicht, ob man es machen kann, wenn man sich nicht vor der Leidenschaft für die Aktienmärkte interessiert. Und das ist, glaube ich, auch der, so dass, oder hier sind wir an dem Punkt, wo wir einfach merken, man kann kein erfolgreicher Trader werden, wenn das generelle Interesse für die Wirtschaft, für die Unternehmen und ihre Wachstumsraten, für neue Technologien, für das, was sich an der Wall Street jeden Tag tut. Wenn das allgemeine Interesse nicht vorhanden ist, dann wird das auch nicht klappen mit dem täglichen Research. Allein die Motivation, Geld verdienen zu wollen, reicht dann meistens langfristig nicht aus, um diesen Research-Aufwand täglich zu gewährleisten. Ich stelle heute 3 mittelfristige Trading-Strategien vor und ich fange natürlich an mit der mächtigsten Trading-Strategie, die ich auch im ersten Webinar schon kurz angedeutet habe, und zwar mit Pivotal News Points. Pivotal News Points, den Begriff darf man nicht verwechseln mit Pivot-Punkten, damit ist was anderes gemeint. Pivotal heißt Schlüssel. Es geht um die großen Schlüsselpunkte, die von Nachrichten ausgelöst werden. Die meisten großen Kursbewegungen werden ja bei Aktien von Nachrichten ausgelöst. Wenn sich irgendein Blue Chip verdoppelt innerhalb von 3 Monaten, dann findet man am Anfang dieser Kursbewegung immer eigentlich eine Nachricht. Und darum kann man hier durchaus mal den Spieß umdrehen und einfach sagen, okay, wenn ich im Nachhinein die größten Kursgewinne anschaue, dann werde ich feststellen, es gab Nachrichten. Warum schaue ich nicht einfach dann direkt die Nachrichten an und beobachte, wo sich große Kursreaktionen anbahnen? Ein Pivotal News Point ist dadurch definiert, dass man, ich glaube, hier habe ich es ja schön definiert, dass man auf Nachrichten wartet, die altbekannte Rahmenbedingungen komplett neu definieren.
Jetzt kommt eine Nachricht und aufgrund dieser Nachricht gelangen die Marktakteure quasi über Nacht zu einer neuen Einschätzung der zukünftigen Wachstumsperspektiven. Auslöser von Pivot News Points sind meistens Zahlen, die deutlich über den Erwartungen ausfallen und das ist jetzt wichtig, die von neuen Produkten oder neuen Geschäftsmodellen getrieben werden. Formal geht es darum, dass man sich die Umsatz- und Gewinnschätzungen anschaut. Ich zeige mal, wie das geht. Ich bin hier auf traderfox.com und dann gibt es hier rechts am Rand dieses Ausrufezeichen. Und das Gute ist, wenn ich irgendeine Aktie auch gesucht habe, wenn ich zum Beispiel SAP gesucht habe und ich klicke auf SAP drauf, dann ist hier rechts am Rand bereits die Infobox zu SAP hinterlegt. Und in dieser Infobox findet man die Umsatz- und Gewinnschätzungen für die nächsten Jahre. Wenn Zahlen kommen, dann spreche ich dann von einem Pivot News Point. Hier rechts am Rand auf traderfox.com gibt es dieses Ausrufezeichen. Dieses Ausrufezeichen öffnet die Infobox, wo ich Umsatz- und Gewinnschätzungen zu den jeweiligen Aktien bekomme. Das Gute ist, wenn ich nach einer Aktie suche, ich suche mal hier nach Microsoft, dann ist hier rechts am Rand dieses Ausrufezeichenfeld bereits mit Microsoft vorbelegt. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann öffnet sich die Infobox mit den ganzen Firmendaten zu Microsoft. Auch eine übersichtliche Darstellung der im Diagramm der Umsatzentwicklung. Genau, hat es jeder gesehen? Hier rechts am Rand dieses I in einem Kreis. Das öffnet die Infobox. Genau, ein Pivot News Point besteht dann, wenn Zahlen kommen, die mir Grund zur Annahme geben, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung, die aktuell erwartet wird für die Firma, deutlich pulverisiert wird. Das ist ein Pivot News Point. Warum? Weiß jeder. Mit dem, was allgemein erwartet wird, lässt sich an der Börse nicht viel Geld verdienen. Und zwar im Schnitt eben der Gleichgewichtspreis, die Gleichgewichtsrendite von 10% pro Jahr. Die theoretische Perspektive, mit einer Aktie mehr Geld zu verdienen, habe ich nur dann, wenn die Firma deutlich besser abschneidet, als die allgemeinen Markterwartungen sind. Und die beste Indikation dafür, was die allgemeinen Markterwartungen sind, ist eben der Analystenkonsens. Der trifft das meistens relativ gut. Ein Pivot News Point ist nicht zu verwechseln mit einem guten Quartal. Wenn eine Firma ein gutes Quartal macht, ich nenne mal ein Beispiel, wir haben einen Maschinenbauer und der Maschinenbauer bekommt einen Großauftrag aus China in Q4 für die Ausrüstung einer großen Fabrikhalle. Und man geht aber davon aus, dass es sich um einen einmaligen Auftrag handelt. Dann ist das der Quartalsgewinn vielleicht sehr stark, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass wir jetzt einen Pivot News Point haben. Das andere Beispiel ist, wenn wir eine Firma haben, die, und das Beispiel, das sich hier jeder am besten vorstellen kann, ist Apple und iPhones. Warum sage ich das immer wieder gerne, weil es so offensichtlich ist? Wir haben hier Apple. Dann wird ein neues Produkt vorgestellt im Jahr 2007, das iPhone. Und auf einmal steigen Umsatz und Gewinne an, ausgelöst von diesem neuen Produkt. Oder 2003 ging es ja schon los mit iTunes und dem iPod.
Und dann haben bei Apple die Gewinne angefangen hier zu explodieren. Hier. Damals stand die Apple-Aktie bei 1 US-Dollar knapp oder 1 US-Dollar 05. Dann kamen extrem gute Zahlen, weil der iPod sich damals sehr gut verkauft hat. Und das ist ein Pivot News Point. Ein neues Produkt treibt Umsatz und Gewinn nach oben und wir können davon ausgehen, dass sich hier die Umsatz- und Gewinnentwicklung nachhaltig positiv verhalten wird. Das Schöne ist hier auf TraderFox.com, wir haben für US-Aktien nun die Charts drin bis 1980 und zwar die komplett splitbereinigten Kurse. Das heißt, ihr könnt euch angucken, wie sich Apple ab 1980 entwickelt hat. Und im Portfoliobilder schalten wir morgens auch übrigens dann Backtest-Möglichkeiten online, zurückgehend bis ins Jahr 1980 für den Portfoliobilder. Dann könnt ihr Portfoliostrategien simulieren, die zurückgehen bis 1980. Wenn man eine Trendfolgestrategie hat, die über 40 Jahre hinweg von 1980 bis heute gut funktioniert hat, dann ist das schon eine Aussage. Ja, das ist die Geschichte von Apple. Also ein Pivotal News Point beinhaltet Zahlen deutlich über den Erwartungen. Es gibt einen klaren Auslöser, einen klaren Hinweis darauf, dass die Konsensanalystenschätzungen für die Jahre deutlich zu konservativ sind. Pivotal News Points kann man entweder sofort kaufen. Und es ist eigentlich nur eine Frage vom Research-Aufwand. Das Problem ist, wenn man Pivotal News Points sofort kauft, wie ich es ja bei Nvidia gemacht habe. Den Nvidia Trade haben wir übrigens während eines TraderFox-Seminars aufgemacht. Wir hatten gerade Seminartag. Dann kamen die Zahlen und ich habe dann während des Seminars gesagt, hey, die Zahlen sind so hammergenial und der Ausblick ist so genial, ich kaufe jetzt Nvidia. Und habe ich die zum ersten Kurs gekauft bei 30 US-Dollar während des TraderFox-Seminars. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Genau, aber wir waren bei dem Thema Pivotal News Point, wenn man die Nachricht als solche identifiziert, dann kann man die Nachricht sofort kaufen, gleich zum ersten Kurs. Und bei solchen bedeutsamen Nachrichten ist der erste Kurs meistens auch der beste, um reinzugehen. Wir haben das ganz extrem bei AMD gesehen, mit den Kursrallies, die in den letzten Jahren starteten. Hier. Wir hatten hier den Pivotal News Point, der die Rallye von 3 auf 10 ausgelöst hat. Da habe ich nur zugeschaut. Wir hatten den Pivotal News Point, der die Rallye von 12 auf 36 ausgelöst hat. Den habe ich mitgemacht. Aber hier kommt der Unterschied. Ich bin erst nachgelagert eingestiegen. Und zwar hier. Warum? Weil ich eben, obwohl ich sehr viel Zeit an der Börse verbringe, bekomme ich auch nicht jede Zahl mit. Und ich habe nicht Zeit, mich auf alle Zahlen vorzubereiten, mir die Informationen zu holen, was wird erwartet, dann die Nachrichten zu studieren. Da habe ich auch nicht immer die Zeit dafür. Und dann kann man die nachgelagerte Strategie anwenden. Und die sieht folgendermaßen aus. Es wird ein Pivotal News Point gebildet. Ich identifiziere den Pivotal News Point 2 oder 3 Tage später mit folgendem Screening. Jetzt bitte gut zuschauen. Ich mache einen Desktop auf Pivotal News Points identifizieren. Ich öffne eine Kursliste. Ich mache jetzt hier mal die Kursliste USA 500 auf, wechsle aber hier auf die Kursliste USA 1000
der volumenstärksten Aktien. Und jetzt habe ich hier die Spalte schon vorausgewählt bei Earning Events, letzter Quartalsbericht. Hier kann ich jetzt folgendes Screening eingeben. Ich sage, ich möchte Aktien haben, die in den letzten 10 Tagen Zahlen gemeldet haben. Und ich möchte haben, dass die Aktie seit dem Bericht um mindestens 8% zugelegt hat. Jetzt haben wir hier keine Treffer, weil wir ja weil noch nicht so viele Firmen Zahlen gebracht haben. Also erhöhe ich jetzt die Dauer auf das Alter. Ja, wir sind außerhalb der Earning Season, darum haben wir jetzt wenige Treffer. Aber so sieht das Screening aus. Dann bekomme ich hier die Aktien rein, die seit dem Quartalsbericht zugelegt haben. In dem Fall Nektar Therapeutics 17,1%, war aber gleich am Berichtstag negativ. Die filtere ich einfach auch noch raus. Wenn ich das jetzt mache, habe ich bald keinen Treffer mehr. Ja, das ist richtig hier. Die erste Zahl in der Spalte sagt an, wann der letzte Bericht gemeldet wurde. Es ist gerade alles lange her. Hier, ich filtere mal nach in den letzten 20 Tagen, wie viele Quartalsberichte es überhaupt gab. Okay, wir haben hier bei Netflix gab es bereits einen Quartalsbericht, aber hier haben wir eine negative Reaktion. Ich versuche gerade zu gucken, ob die Treffer so alle stimmen, aber ja, das stimmt. Ja, und dann spreche ich jetzt einfach im Hypothetischen. Wenn ich diesen Screener auf 5% am Performance-Tag setze, jetzt habe ich noch Treffer und 5% am seit dem Bericht, dann finde ich mit diesem Screener eine AMD. Dann finde ich mit diesem Screener eine AMD und kann mir die Aktie genauer anschauen. Wenn ich eine AMD gefunden habe, dann nehme ich die auf die Watchlist. Ich habe noch immer meine eigene Watchlist, die heißt dann Pivotals to Watch. Ja. Pivotals to Watch. Und da kann ich dann die Aktien draufziehen. Und jetzt besprechen wir mal die Kaufbasis bei AMD. Wie sieht die Kaufstrategie aus? Die Kaufstrategie sieht folgendermaßen aus. Ich mache das mal groß. Der Pivotal News Point wird gebildet. Ich möchte, dass die Aktie in dieses Gap Up nicht nachhaltig eintaucht. Hier ist der Support, der verteidigt werden muss. Die Aktie darf nur einen Tag da kurz reintauchen, auch zwei Tage, aber dann sollte sie drüber gehen. Wenn ich also nach diesem Pivot News Point beobachte, gute Zahlen, deutlich über den Erwartungen und eine neue Meldung, die das Wachstum ankurbeln kann, dann warte ich, bis der Ausbruch aus dieser Basis erfolgt. Und dann kaufe ich, wenn der Ausbruch hier aus dieser Basis erfolgt. Sprich, ich kaufte hier. Hier ging ich long bei AMD. Bei Nvidia kaufte ich sofort am gleichen Tag. Ich kaufte direkt das Gap Up. Warum? Weil ich die Nachricht auf dem Schirm hatte. Wir waren beim Seminar, wir haben die Nachrichten besprochen, die reingekommen sind. Ich habe Nvidia analysiert und wusste, ich kann jetzt kaufen. Während des Seminars gab es übrigens einen Teilnehmer, das weiß ich noch, der hat damals gesagt, er hat 5000 Nvidia-Aktien mitgekauft. Dann habe ich ihn 1,5 Jahre später nochmal getroffen und habe gesagt, hey, sag mal, hast du die 5000 Nvidia-Aktien behalten? Der hat dann gesagt, nein,
Er hat sie quasi mit einem kleinen Gewinn von 7-8% wieder verkauft. Der hat sich geärgert, dass er diese Kursverneunfachung mit seinen 5000 Stück nicht mitgemacht hat. Okay, Pivot News Points. Wenn man die Nachricht sofort studieren kann und man erkennt diese Brisanz, also diese Brisanz, dass Nachrichten veröffentlicht werden, die die gesamten Konsensanalystenprognosen für die nächsten Jahre pulverisieren könnten, kann ich sofort kaufen. Wenn nicht, dann entdecke ich die quasi nachgelagert, indem ich dieses Kurslisten-Screening, wie eben gezeigt, nach den letzten Earning-Events durchführe. Auch wenn ich mir das ohnehin ein gutes Screen habe, wenn ich mir einfach auch die letzten Earning-Events anzeigen lasse, die reinkommen, dann habe ich hier, ich stelle das mal von 1 auf 5, habe ich immer die Firmen drin, die in den letzten 5 Tagen Zahlen gebracht haben. Das ist auch eine exzellente Möglichkeit, um die Firmen im Blick zu behalten, die bereits Zahlen gemeldet haben. Ja, meine Nvidia habe ich noch, die habe ich damals für $50,000 gekauft. Die liegen jetzt in einem Investmentdepot bei mir und was sind die gerade wert? Ich glaube, $250,000 sind die gerade wert. Die habe ich noch, die habe ich immer noch im Depot. Ja, natürlich. Manche Binsenweisheiten sind solche Binsenweisheiten, dass ich immer glaube, man muss die Binsenweisheiten nicht extra nochmal ansprechen. Aber ich lese vor, was Carsten geschrieben hat. Nicht all diese Signale liefern am Ende des Tages Firmen, deren Wert sich vervielfacht. Aber absolut. Genau, das Nvidia-Beispiel fasziniert jetzt viele. Ich sage, ich bin bei Nvidia bei 30 US-Dollar rein und die Aktie liegt jetzt in meinem Investmentdepot. Und die Aktie ist stark gefallen. Wie sieht meine Exit-Strategie aus? Hier. Nvidia, der Nvidia-Trade war sehr erfolgreich. Ich habe die Aktie in mein Investmentdepot verlagert. Das heißt, in meinem Investmentdepot habe ich keine markttechnisch bedingte Exit-Strategie mehr. Also bei Nvidia, ich habe keine Exit-Strategie mehr. Die Aktie liegt in meinem Investmentdepot. Warum das Ganze? Irgendwann, vor 2-3 Jahren, habe ich gesagt, okay, ich verdiene mit Trading gutes Geld, bin auch komplett zufrieden. Und ich weiß aber, dass ich die extrem hohen Renditen, die mein Geld verzehnfachen, verhundertfachen, nur damit erziele, wenn ich irgendwann Investments habe, die ein Volltreffer werden. Und darum, von Zeit zu Zeit, wenn ich solche Titel habe wie Nvidia, die sich verzehnfacht haben, wo ich für die nächsten 10 Jahre immer noch eine großartige Wachstumsperspektive ausmachen kann, dann landen die halt auch in meinem Investmentdepot. Hat einen weiteren Grund. Und zwar, man darf den Verlust, den man an Rendite hat, aufgrund von Steuerzahlungen nicht unterschätzen. Wenn ich in einer Aktie 200.000 US-Dollar Buchgewinn habe, wie aktuell bei Nvidia, und ich verkaufe die Aktie, dann würde eine Steuerzahlung von 50.000 US-Dollar fällig. Sprich, 50.000 US-Dollar, die nicht mehr für mich arbeiten.
Wenn Sie bei Nvidia weiter investiert sind, und Nvidia ist ja ein Blue Chip, der liquide gehandelt wird, muss ich davon ausgehen, dass ich erwartungsgemäß, auch wenn meine positiven Szenarien nicht aufgehen, die Marktrendite von 10% kassieren werde. Und 50.000 US-Dollar mehr, mit denen ich die Marktrendite kassieren kann, ist immerhin auch eine schöne Rendite. Aber ich sage es nochmal, diesen Switch von einem Trade zu einem Investment nur im Erfolgsfall machen, niemals im Fall eines Misserfolgs. Und auch nur dann, wie man handelt, hängt davon ab, wohin man möchte. Wenn man Geld braucht, um ein Haus zu kaufen oder so, dann muss man natürlich auch mal Gewinne realisieren, wo man hingehen und sagt, okay, mir geht es gut, ich brauche das Geld nicht dringend für irgendetwas, dann kann man auch mal riskieren, dass man es versucht, wie Warren Buffett zu machen und auf Sicht von 10 Jahren mal den ganz großen Gewinn abzuräumen. Wie hat Warren Buffett sein Geld verdient? Mit solchen Neubewertungsphasen wie zum Beispiel bei Coca-Cola. Schauen wir uns mal Coca-Cola an. Wir haben hier ja den Chart haben wir ja komplett verfügbar. Hier. Coca-Cola von 1982 bis 2000 hat sich hier auch mehr als verhundertfacht. Und mit solchen Neubewertungsstories hat dann Warren Buffett letztendlich auch sein Geld gemacht. Und die ganz großen Neubewertungsstories, die machen nur die Investoren mit, die vom Zinseszins profitieren und so weiter. Also, Pivotal News Points, Vorteil, eine Trading-Methodik mit einem ganz exzellenten Chance-Risiko-Verhältnis. Nachteil, man hat einen hohen Research-Aufwand, um auf diese Pivotal News Points aufmerksam zu werden. Wer kann sich von euch vorstellen, diesen Research-Aufwand zu betreiben? Für wen ist das eigentlich ein Zeitaufwand, der im Bereich des Realistischen liegt? Ja, gell. Das sehe ich bei den Antworten viel zögern. Also viele Antworten jetzt ja schon realistisch, aber. Also wir haben hier ganz oft ein großes Aber. Ja, es sind tägliche Routinen, die einfach Zeit kosten. Und diese Strategie hat immer und immer wieder hat mir die hohen Gewinne gebracht. Das hat mir die hohen Gewinne hier Jahr 2013 gebracht, die Pivotal Points bei Arkham oder 3D Systems. Das hat mir die Gewinne 2008 gebracht mit den Pivotal Points bei Dialog, beziehungsweise die Kombination, mein Königssignal. Hier mitten in der Krise hat der Dialog ein 80%iges Umsatzwachstum gemeldet und dann ging die Post ab. Im Schnitt schaffe ich nach diesen Pivotal News Points, schaffe ich es, 2 bis 3 Trades im Jahr auf den Weg zu bringen. Und das ist halt krass, gell? Das ist täglich am Ball bleiben, täglich alles beobachten und dann kommen am Ende nur 2 bis 3 große Trades raus. Nicht jedermanns Sache. Okay. Ich stelle jetzt als zweites Prinzip eine Techno-Fundamental Screening-Strategie vor, die vielen bekannt sein dürfte. Was ich heute neu mache, ist, ich zeige ein Screening, wie man das praktisch sehr einfach durchführen kann. Die Ken-Slim-Methode ist ein 7-stufiger Investmentprozess, der auf William O'Neill zurückgeht und der das Ziel hat,
die besten Aktiengesellschaften Amerikas zu finden, die mit ihrem unternehmerischen Erfolg das Land maßgeblich verändern. Kensky heißt so, es ist ein Kunstwort, in dem jeder Buchstabe für eine Eigenschaft steht, die eine Aktie haben muss. C steht für Quartalsgewinne. A steht für Gewinnanstiege auf Jahresbasis. N steht dafür, dass die Aktie im Chart neue Hochs machen sollte und dass die Aktie oder dass die Firma neue Produkte auf den Markt gebracht haben sollte, die das Wachstum plausibel erklären. S steht für Supply and Demand, sprich in den Anstiegsphasen verzeichnet die Aktie steigendes Volumen. L steht für Leader, die Aktie führt in ihrem Sektor an. I steht dafür, dass die Aktie von Institutionellen entdeckt wird, dass der Anteil stark steigt. Und M steht dafür, dass der Markt reif dafür ist, große Gewinne auszuspucken. Wobei man das wirklich unter Vorbehalt sehen muss. Okay. Ich zeige jetzt, wie man solche Aktien identifizieren kann. Wir haben ja bei TraderFox etwas Sensationelles auf die Beine gestellt. Und zwar den Zugang zu einem Screener, der auf einer Datenbank von Morningstar basiert, die wir für nur 11,90 Euro pro Monat bereitstellen können. Und damit kann ich perfekte Screenings durchführen. Ich suche jetzt in den USA bei den 1000 größten höchstkapitalisierten amerikanischen Aktien. Ich sage, ich möchte ein hohes EPS-Wachstum haben, von Quartal zu Quartal. Ich möchte ein hohes EPS-Wachstum gegenüber dem Vorjahr haben. Ich möchte ein hohes Umsatzwachstum haben, auch von Quartal zu Quartal und gegenüber dem Vorjahr. Jeden Faktor gewichte ich mit 25%. Das heißt, ich mache hier kein ausschließendes Screening, sondern ich führe ein Screening durch, wo die Aktien mit dieser Prozentzahl gerankt werden. Wenn eine Aktie ein ganz hohes Gewinnwachstum hat, auf Basis des Gewinns je Aktie, aber ein geringes Umsatzwachstum, dann kann das dazu führen, dass sie immer noch vorne ist, zum Beispiel auf Ranglisten Platz 10 der Auswahl. Das heißt, wenn ein Kriterium schwach ist, kann das durch ein anderes Kriterium ausgeglichen werden. Eine absolute Filterbedingung setze ich nur bei der technischen Eigenschaft, dem Abstand vom Hoch. Der Abstand vom Hoch soll maximal 5% betragen. Warum? Weil ich mir die starken Aktien angucken möchte, die Leader-Aktien. Zudem mache ich jetzt noch etwas, um jetzt die Aktien rauszufliegen, die nur kurzfristig Erfolg haben. Das ist auch was ganz Interessantes, aber ich will jetzt einfach Firmen haben, die auch ein geometrisches Umsatzwachstum, also sprich ein durchschnittliches Umsatzwachstum haben von, Moment, hier, das sind immer die interessanten Sachen, gell? Wo wir Trader oder wo die Entwickler komplett anders denken als wir Trader, die ordnen die Faktoren aus irgendeinem Grund nicht alphabetisch an. Muss ich nachher gleich mal fragen, warum. Okay. Ich sage jetzt noch, ich möchte in den letzten 10 Jahren Umsatzwachstum gehabt haben von mindestens 10%. So, und jetzt führe ich mal das Screening durch über die 1000 größten amerikanischen Aktien. Jetzt bekomme ich eine Rangliste mit den Firmen, die diese obigen Bedingungen am besten erfüllen. Hier, das ist meine Rangliste. Insgesamt gibt es 36 Aktien, 36 Treffer. Ich habe quasi mein Universum von 1000 US-Aktien auf nur noch 36 reduziert. Diese Wachstumsaktien kann ich mir nun genauer anschauen. Ich sehe hier die Charts. Ich sehe hier die Charts.
Aber ich kann mir auch hier ganz schnell einen Überblick über die Umsatz- und Gewinnentwicklung anzeigen lassen. Hier sehe ich eine sehr schnelle Orientierung, wie sich Umsatz und Gewinn entwickelt haben. Hammer. Genau, so kann man zum Beispiel nach diesen Wachstumsaktien screenen. Und da hat William O'Neill gesagt, okay, Firmen mit diesen Eigenschaften, die hat er bevorzugt dann gekauft, wenn es charttechnische Einstiegssignale gegeben hat. Und zwar hat er gerne Tasse mit Henkelformation gekauft, flache Basen oder hohe Flaggen. Und hier hat er ein Beispiel genannt für eben ein mustergültiges Verhalten. Cisco hat extrem hohe Wachstumsraten gehabt bei dem Beispiel, ein 396% Umsatzwachstum im Jahr, ein 9 Quartale EPS-Wachstum, 145% erwartetes Gewinnwachstum. Und diese Aktie hat dann neue Hochs gemacht. Sie ist aus dieser flachen Basis in einer schwierigen Marktphase nach oben ausgebrochen. Ich markiere das mal, dass man das ein bisschen besser sieht. Und das ist so das Königssignal, gell? Wenn eine Wachstumsaktie inmitten eines schwachen Marktes anfängt zu steigen und dann zieht das Volumen auch an, so dieses Entdecktwerden in einem schwachen Marktumfeld. Da oben sieht man den Gesamtmarkt zu dem Zeitpunkt und die Umsätze ziehen auch an. Ja, und dieses Signal hat dann zu einem Anstieg um 75.000% geführt. Und wie wir schon richtig bemerkt haben, so einen Trade, den landet man einmal. In 3 Jahren bekommt man einen guten Einstieg hin zu so einer Gewinneraktie und dann ist die Kunst, den Trade laufen zu lassen. Und da ist wieder die Frage, wo möchte man hin? Kann man sagen, okay, Kursverdreifachung, genial, nehme ich mit, passt. Oder sagt man, okay, ich weiß, diese ganz großen Moves bekomme ich nur, wenn ich 10 Jahre investiert bleibe und dann auch ein bisschen Glück habe natürlich. Und wenn man diese ganz großen Moves kassieren möchte, dann muss man das machen, was ich bei Nvidia gemacht habe. Und zwar die wirklich liegen lassen. Aber die meisten Aktien verkauft man auf dem Weg dahin. Letztes Jahr hatte ich einen super Trade mit Match Group, habe ich verkauft, finde ich immer noch schade, aber habe ich zum Beispiel verkauft. Okay, jetzt kommen noch. Genau, man kann es auch speichern. Es kommen viele Fragen zu der Morningstar-Datenbank, ob ich dazu mehr sagen kann. Natürlich, sehr gerne. Also hier die Morningstar-Datenpaket beinhaltet diese Software-Aktien-Rankings, erweitert aber auch die andere TraderFox-Welt und diese Morningstar-Software, dieses Datenpaket mit Aktienrankings, können wir für Private zum sensationell guten Preis von 11,90 € bereitstellen. Also ich habe hier persönlich wirklich fast 2 Monate mit Morningstar verhandelt, weil diese Datenpakete sind eigentlich bis jetzt nur für Profis erhältlich, nur für Geschäftskunden. Und ein Geschäftskunde, ein Wealth Manager muss für ein solches Datenpaket 99 € pro Monat bezahlen. Was wir bei TraderFox geschafft haben, ist, dass wir dieses professionelle Datenpaket auch für die private Nutzung anbieten dürfen. Und zwar mit diesem gewaltigen Rabatt. Und das ist eine tolle Sache. Wer nutzt eigentlich Aktienranking schon? Ja, ich stelle die Präsentation herein, das kann ich machen. Stell die Präsentation mal noch rein. Wer nutzt eigentlich dieses Morningstar-Datenpaket schon? 10, 20, 30,
40, ja, 40, 50 Leute, ist doch ganz gut. Ja, damit kann man systematisch vorgehen. So, die Zeit ist gleich um und wie schon bei Finanznet, wo ich die Webinarreihe auch gehalten habe, merke ich, dass ich hier wohl noch ein viertes Webinar halten muss, wenn es dann um die Mittelfrist, um den mittelfristigen Ansatz noch geht von Minervini, der noch ein paar neue Konzepte beinhaltet. Aber was ich heute geben wollte, ist dieser Überblick über Pivotal News Points und Wachstumswerte nach William O'Neill identifizieren. Und das sind für alle, die mittelfristig agieren wollen, zwei mächtige Strategien. Der Nachteil ist der Research-Aufwand. Das ist ganz klar der Nachteil. Möchte ich natürlich, oder muss man dann natürlich erwähnen. Klar, wenn ihr TraderFox Trading-Sektion mitliest, habt ihr natürlich eine Vereinfachung vom Research-Aufwand, weil wir hier diese Listen führen mit interessanten Nachrichten, mit möglichen Pivotal News Points. Das hilft natürlich ein bisschen, den Research-Aufwand zu verkürzen. So, perfekt. Das war's von meiner Seite. Dann stelle ich mal noch einen neuen Termin ein für einen vierten Teil. Und jetzt viel Spaß beim Verarbeiten der Informationen. Bis dann. Ciao.